Landau in der Pfalz überrascht mit einem Zoo. Der Landauer Zoo ist zwar nur 4,5 Hektar groß, er präsentiert aber Tiere aus allen Kontinenten. Da sind die Humboldt-Pinguine aus Südamerika. Und die Bennett-Kängurus, die kommen aus Australien. In Afrika leben Watussi-Rinder und Pinselohrschweine. Ja, und der Prinz Alfred Hirsch, der stammt von den Philippinen. Im Zoo brüten auch Weißstörche. Sie und Breitrandschildkröten vertreten den europäischen Kontinent. Begonnen hat alles 1904 mit einem Vogelpark am Landauer Fohr. Nach dem Ersten Weltkrieg wird die damals schon sehr beliebte Freizeiteinrichtung städtisch und sie präsentiert Tiere auf heute nicht mehr vorstellbare Weise. Der kleine Löwe zum Beispiel, hautnah bei den Zoobesuchern. Und dem kleinen Bären dürfen 1951 sogar Kinder die Flasche geben. Im Laufe der Zeit hat sich die Einstellung zu Tieren und ihrer Haltung stark verändert. Das zeigt sich auch in der Gestaltung der Gehege. So sah das Affenhaus 1987 aus. Die Außengehege quadratisch, praktisch und gut. Und innen alles voll durchgekachelt. Ließ sich besser sauber halten. Ende der 90er Jahre dann wurde das Affenhaus modernisiert. Finanziert wurde der Umbau vom Freundeskreis des Landauer Tiergartens. Und so präsentiert sich die Anlage heute. Da fühlen sich auch Braunkopf-Klammeraffen, Pudel oder besser gesagt Affen wohl. Mehr Platz, Gitter, Seile, erhöhte Sitzplätze. Ein Paradies zum Klettern. Und geklettert wird mit allem, was zur Verfügung steht. Auch der Schwanz wird dazu benutzt. Fast wie im südamerikanischen Regenwald. Und fürs Kulinarische ist auch gesorgt. Guten Appetit! Es herrscht eine erstaunliche Esskultur. Da macht keiner den Affen. Jeder seinen Schnitz und fertig. Das lernen schon die Kleinen. Und die Großen sind auch begeistert. Das ist Kleinafrika. Eine Mini-Savanne mitten in Landau. Hier leben verschiedene Tierarten zusammen. Radmannberg-Zebras und Streifengnus, um mal mit den größten anzufangen. Erleichtert wird das Zusammenleben durch Pflanzinseln. Man kann sich hier aus dem Wege gehen und in den Inseln verstecken. Wie zum Beispiel die Rotducker. Diese kleinen Antilopen sind scheu und sie lassen sich nur selten blicken. Ganz anders die Graukopfkasakas. Frau Ente und Herr Enterich, sie stolzieren über die Anlage. Streifengnus leben in offenen Steppen und Savannen. Hartmannberg-Zebras im kargen Bergland. Beide sind sie Vegetarier, sie fressen Gras und Laub. Alles im Landauer Zoo zur Genüge vorhanden. Im Mittelpunkt von Kleinafrika die Kolonie der Erdmännchen. Diese kleinen Raubtiere sind echte Publikumslieblinge. Sie erobern die Herzen von Jung und Alt im Nu. Wenn es Leckerbissen wie Mehlwürmer gibt, sind sie vollauf beschäftigt. Aber immer gut aufpassen.
Das ist Erdmännchen-Devise. Kleinafrika ist ein Geburtstagsgeschenk der Zoofreunde. 2004, zum 100. Geburtstag des Zoos, fielen hier die Zäune. Mehr Platz für Gnu und Co. Mit viel Komfort für die Bewohner. Und ein bisschen Afrika-Feeling mitten in Landau. Igor, ein sibirischer Tiger. Und das ist seine Schwester Ninoschka. Das Geschwisterpaar lebt seit 2011 in Landau. Die beiden haben hier zwar nicht so viel Platz wie in Sibirien, aber genügend Plätze zum Rückzug und zum Ausschauhalten gibt es auch in Landau. Und es lässt sich hier auch ganz entspannt Siesta halten. Früher war hier im Festungsgraben kein Tiergehege. 1993 bauten dann die Zoofreunde ein Gehege für Braunbären. Damals die größte Naturanlage für Bären in deutschen Zoos. Entsprechend groß war auch die Resonanz bei der Eröffnung. Viel Prominenz und viele, viele Zoofreunde. Bei den damals schon recht betagten Braunbären kam das neue Zuhause ausgesprochen gut an. Chillen, relaxen, einfach mal abhängen. Und jetzt leben Igor und Ninoschka im Festungsgraben. In Sibirien sind die Tiger gejagte Jäger. Trotz Schutzmaßnahmen konnte die illegale Jagd und der illegale Handel bis heute nicht gestoppt werden. Wilderer rauben dem Tiger seine Nahrung, das Großwild. Zudem werden die Katzen selbst gnadenlos gejagt. In China werden dann horrende Preise für die Felle, vor allem aber für sogenannte Heilmittel bezahlt. Das Pulver aus fast allen Körperteilen gilt immer noch als Arznei gegen alles Mögliche. Igor ist hier sicher. Der Landauer Zoo beteiligt sich sogar an verschiedenen EEPs, europäischen Erhaltungszuchtprogrammen. Dadurch kamen auch Ninoschka und Igor nach Landau. Diese exotischen Tiere faszinieren die Besucher. Der Zoo hat sich stark verändert. Er kümmert sich intensiv um seine Bewohner und er versorgt sie artspezifisch. Die natürlichen Lebensräume vieler Tiere, wie zum Beispiel der Humboldt-Pinguine in Südamerika, sind heute bedroht. Zoo und Zoofreunde unterstützen den Schutz vor Ort. Und die Landauer kommen, um exotische Tiere live zu erleben und um sich zu erholen. Der Zoo wird sich auch in Zukunft wandeln, um neuen Anforderungen gerecht zu werden. Dafür braucht er auch morgen viele, viele Freunde.